Auf jeden Fall kommt das Paket nicht an. Habe ich es über PayPal bezahlt? Ich weiß es nicht. Meine Lunge wird ein bisschen zugedrückt und dadurch habe ich halt sehr komischen und sehr starken Husten. Ich hatte ja jetzt auch vor kurzem diesen Anfall nachts. Willkommen zu einem neuen Vlog auf unserem Kanal. Es tut uns leid, dass wir so lange nicht mehr gevloggt haben. Ich glaube jetzt schon eine Woche nicht mehr. Aber irgendwie haben wir es nicht auf die Reihe bekommen. Wir haben momentan wirklich sehr, sehr, sehr viel zu tun. Ihr werdet auch bald erfahren, warum. Aber das sage ich jetzt noch nicht. Ich sitze gerade im Auto und habe schon einiges erledigt heute. Okay, es geht eigentlich so. Aber ich bin gerade bei der Post gewesen und habe ein Paket abgeholt. Und jetzt gleich fahre ich zu etwas hin, wo ich euch mitnehme. Wo ich hoffe, dass es gut wird. Kommen wir aber gleich zu. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz das Paket auspacken, was ich gerade geholt habe. Denn ich hoffe, dass das ein Paket ist, worauf ich schon sehr, sehr lange warte. Mein Papa hat, ja, Sekunde, einmal kurz meine Tasche nach hinten. Ja, mein Papa hat im Ende April Geburtstag gehabt. Überlegt euch das mal, Ende April. Und wir haben ihm logischerweise, wo ist denn jetzt mein Schlüssel hin? Ah, wir haben ihm logischerweise ein Geburtstagsgeschenk bestellt, was immer noch nicht angekommen ist. So, und ich warte da schon seit Wochen und Monaten drauf. Und habe auch noch keine E-Mail-Bestätigung bekommen. Ich habe das schon angerufen. Es kann mir keiner was dazu sagen. Also bezahlt ist es halt auch schon. Aber es kommt irgendwie nicht an, warum auch immer. Und meine Eltern denken halt auch bestimmt schon so, dass wir dem gar nichts gekauft haben. Aber ich schaue jetzt einmal kurz rein. Oh, Sekunde, ob es das ist. Wenn ja, dann ist es ja sehr gut. Ich sage jetzt übrigens nicht, was wir ihm bestellt haben. Weil wenn es das jetzt nicht ist, dann... Ich weiß ja nicht, ob meine Eltern diesen Vlog sehen. Liebe Grüße gehen raus, dann wäre das ziemlich doof. So, gucke ich jetzt erstmal. Oh, Sekunde. Mann, was ist denn das für ein Paket? Das ist nicht das Geschenk für meinen Papa. Ach Mann. Aber trotzdem, wo bleibt denn das Paket? Ich muss meinem Kobi gerade eine Sprachnachricht machen. Hey Schatz, ich bin jetzt gerade bei der Post gewesen und habe das Paket abgeholt. Na gut, es ist nicht das Geschenk, also müssen wir wohl immer noch warten. Was macht man jetzt, wenn ich quasi was bestellt habe im Internet? Habe ich es über PayPal bezahlt? Ich weiß es nicht, doch habe ich. Über PayPal kriege ich das Geld wieder. Aber gut, ich mache mich jetzt erstmal auf den Weg. Zeige euch gleich, wenn ich da bin, wo ich hingefahren bin. So, es ist jetzt einige Zeit vergangen. Ups, ich muss die Bremse anziehen. Ich bin auch schon da gewesen, wo ich hin wollte. Ich wollte wirklich filmen für euch. Und mir ist das ja auch wirklich relativ schnuppedipupse, popomäßig egal, ob ich in der Öffentlichkeit rumlaufe mit einer Kamera und doof angeguckt werde. Junge, das ist aber eng, Oma. Holla, die Waldfee. So nah an meinem Spiegel gerade eingepackt. Wie soll ich denn hier jetzt rauskommen? Auf jeden Fall ist mir das eigentlich relativ egal immer. Und ich schäme mich auch nicht. Also ich laufe immer mit der Kamera draußen rum. Aber ich bin in einen Laden reingegangen. So unfreundliche Mitarbeiter. Also wirklich, ich habe das gekauft, was ich holen wollte, jetzt trotzdem da gekauft, weil ich es unbedingt haben wollte. Aber... Also, der Laden war sehr, sehr klein und die waren so unfreundlich und haben super grimmig geguckt, als ich irgendwie schon die Kamera so in der Hand hatte. Da fasse ich mir einen Kopf, meine Freunde, da fasse ich mir einen Kopf. So, ich bin jetzt wieder zu Hause und habe den Einkauf auch schon hochgefahren und zeige euch dann jetzt einmal, was ich mir gekauft habe. Okay, Sekündchen. Dum, 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 dum. Tada! Ich habe mir eine neue Kaffeemaschine gekauft. Diese Kaffeemaschine ist es geworden. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Vlog angesprochen habe. Ich glaube, ich hatte das nur auf Instagram mal angesprochen gehabt. Könnt ihr uns übrigens sehr gerne folgen. Wir haben ja momentan hier diese Kaffeemaschine da. Oh, wo ist sie? Da. Die ist von Aldi. Ich mache das und das ist jetzt voll die Werbung hier. Ich muss das irgendwie mal... So. Und ich finde das absolut schrecklich. Also mir schmeckt der Kaffee daraus gar nicht. Das sind quasi diese Kapseln hier. Und ja, ich habe alle möglichen Kapseln ausprobiert, hin und her. Schon alleine die Tatsache, dass Milchschaum auch aus einer Kapsel kommt, kann nicht schmecken. So, die Kaffeemaschine damals hat 60 Euro gekostet. Kann also gar nichts Gutes bei rauskommen, wenn man ehrlich ist. Genau, dachte ich mir halt immer, komm, ich trinke ja eigentlich wenig Kaffee, lohnt sich nicht, eine neue zu holen. Aber ich würde gerne mehr Kaffee trinken, weil ich morgens schon echt ein Morgenmuffel bin. Und genau, deswegen habe ich immer rumprobiert und rumprobiert und rumprobiert. Und jetzt waren wir das
Wochenende über bei Chris und Carina und die haben ja, also die haben dieselbe Kaffeemaschine und dann habe ich mir mal da einen Kaffee machen lassen und der war sehr, sehr lecker. Genau, und dann habe ich mich anfixen lassen und habe sie heute direkt gekauft. Das ist quasi, ja, eine ganz normale weiße Maschine. Ihr habt 6 Knöpfe, Anknopf, Durchspülknopf, dann 3 verschiedene Sorten von, ich glaube, Filterkaffee, Kaffeecreme und eine normale Tasse Kaffee oder Espresso, Milchschaum und Cappuccino. Das sind auch Kapseln. Ich wollte eigentlich einen Kaffee-Vollautomat, quasi mit Boden, aber für die Menge, die ich Kaffee trinke, ist der Aufwand des Saubermachens der Maschine, den Boden malen, genau. Ja, das rentiert sich einfach nicht. Auf jeden Fall ist das hier auch mit Kapseln. Die Kapseln sind aber nachhaltig, also recycelbar und alles Mögliche. Steht hier sogar auch irgendwo drauf. Da habe ich drauf geachtet. Übrigens, ich habe, was ich sehr, sehr cool fand, ich habe mir noch keine Kapseln dazu geholt. Wobei ich die der Chris mir gestern gezeigt hat, sehr, sehr lecker fand. Aber ich habe hier... Ja, wo ist denn das hin? Ich habe hier so ein Set gratis dazu bekommen. So ein Probierset. Ja, auf jeden Fall so ein kleines Probierset mit 8 verschiedenen Kapseln. Und da werde ich mich auf jeden Fall mal durchprobieren und gucken, welche mir am besten schmeckt. Und ja, diese mir dann einfach nachkaufen. Und ja, jetzt habe ich viel zu viel über Kaffee geredet, oder? Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht gelangweilt. So, wir sind jetzt gerade. Hallo. Hallo. Oh, der Akku. Oh, schnell. Wir sind jetzt gerade beim Zahnarzt angekommen. Kobi hat jetzt eine Nachkontrolle für seine Zähne, nicht? Und ja, der Akku ist jetzt ritzefatze leer, deswegen gehen wir schnell rein. Oh, verdammt. Deswegen gehen wir jetzt schnell rein und lassen die Beißerchen kontrollieren. Schatz, wenn du tapfer bist, kriegst du eine Süßigkeit. Nee, ein Spielzeug. Und tapfer sein. Hunger? Ja! Aber ich muss noch arbeiten. Ja, ich koche. Okay. So, ich werde jetzt kochen. Und zwar gibt es heute selbstgemachte Lasagne, aber mit viel Salat dazu. Also Kobi wird einen dicken Berg Salat essen und ein kleines Stückchen Lasagne. Vielleicht auch ein großes, aber auch eine große Portion Salat. Ja. Und morgen nimmt er dann, weil er natürlich so viel übrig bleibt, weil er normalerweise 2 große Stücke Lasagne gegessen hat, dann morgen noch Salat und Lasagne mit zur Arbeit. Genau, deswegen werde ich aber jetzt schon mal die Lasagne vorbereiten und in den Ofen schieben, weil das dauert immer ein bisschen. Die backt ungefähr so 30, 35 Minuten. In der Zeit werden wir dann nachher ein Video drehen. Aber ja, lange genug geschnackt, jetzt wird gekocht. Ich melde mich jetzt auch mal bei euch. Ich erzähle euch gleich auch, was mit meinen Zähnen passiert ist oder beziehungsweise was bald passieren wird. Hörst du auf zu reden, bitte? Danke. Wir essen jetzt. Es gibt Salat für mich. Eine ganze Portion Lasagne für sie. Ich esse natürlich auch ein Stück davon. Ja, und das gönnen wir uns jetzt, ne? Sieht sehr saftig aus, Babe. Willst du ein Rezept verraten? Ich habe Laternenlips gemacht. Hast du Laternenlips gemacht? Mhm. Schreib das Rezept in die Kommentare. Mhm. Ja? Mhm. Okay, gut. Dann guten Hunger. So, wir haben gegessen und waren auch schon fleißig und haben ein Video für Schiedermann gedreht. Das kommt gleichzeitig mit dem hier. Also nicht gleichzeitig, aber wenn ihr das Video hier seht, ist das andere Video schon online. Ist in der Beschreibung verlinkt. Ein Beziehungstest zwischen mir und Mone. Richtig witzig, richtig cooles Oldschool-Comics-Mone-Video. Ja, gönnt's euch. Ja. Und jetzt laden wir uns gerade auf der PlayStation Just Dance runter. Und wollen das spielen.
Genau, jetzt muss ich erstmal kaufen. Das ist hier ziemlich kompliziert. Ja. So, es ist extrem spät. Wir haben 12 Uhr, aber wir machen gerade einen Mitternachtsspaziergang durch die Stadt, durch die Straßen der Stadt. Und ich hoffe, das ist von der Kameraansicht und von der Helligkeit jetzt noch so in Ordnung. Aber ich wollte euch jetzt noch ein bisschen was erzählen. Und zwar war ich ja beim Lungenarzt, also mit Mone zusammen, ne? Hallo. Bei mir? Aber bei Mone, also was heißt aber? Bei Mone ist alles gut. Yay, das ist schon mal gut. Bei mir leider nicht so. Also ihr wisst ja, dass ich in den letzten 3 Jahren deutlich zugenommen habe. Und das spielt da auch mit einher. Aber ich habe unter anderem dadurch, sowas wie, so meine Lunge wird ein bisschen zugedrückt und dadurch habe ich halt sehr komischen und sehr starken Husten. Und dagegen habe ich jetzt was bekommen, und zwar Asthma-Spray, einmal für den Notfall. Ich hatte ja jetzt auch vor kurzem diesen Anfall nachts, dafür habe ich jetzt was. Und für zur Vorsorge, wo ich jeden Morgen und jeden Abend quasi habe ich ja noch nicht, weil... Wegen der Apothekengeschichte. Genau, die Apotheke hat leider Mist gebaut. Die hat mir 2-mal Notfallding eingepackt. Aber Mona hat das abgeholt. Sie hat das halt nicht gesehen und nicht gecheckt. Ja, jetzt muss ich leider noch bis morgen warten, bis Mona mir das von der Apotheke besorgen kann. Aber so grundsätzlich ist es halt Fakt, dass ich jetzt zur Vorsorge morgens immer dieses Spray nehmen muss und abends halt auch vorm Schlafen gehen und eins für einen Notfall habe. Es ist nicht dramatisch, also ich bin kein, Moment, ich muss mal gerade den Arm wechseln. Ich bin kein Asthmatiker, aber es sind so asthmatische Anzeichen. Also es geht dahin und sollte sich halt nicht dahin entwickeln. Deswegen habe ich ein bisschen was mit der, also mit der Pollen, also es kommt so alles zusammen. Ja genau, das ist mit Allergie und meinem Gewicht und so alles zusammen. Ja, auf jeden Fall soll es halt sich nicht bis Asthma entwickeln. Deswegen habe ich halt zur Vorsorge jetzt das Spray bekommen und muss jetzt auch gezwungenermaßen mit Sport anfangen. Deswegen auch meine Diät wieder etwas ernster nehmen. Ist natürlich Quatsch, also scheiße auf gut Deutsch, wenn man dann Videos macht, wie man 100 Chicken Nuggets isst. Es war nicht so intelligent. Aber ja, jetzt muss das auf jeden Fall ein bisschen ernster genommen werden, das Thema. Ich habe jetzt in 3 Monaten einen Kontrolltermin, dann kann ich euch auf jeden Fall mehr sagen, wie sich es entwickelt hat. Aber soweit geht es mir erstmal gut. Also ich bin jetzt noch kein Asthmatiker, Gott sei Dank. Aber es ist trotzdem ein schwieriges und blödes Thema. Bei uns reißt die Krankengeschichte reißt bei uns beiden nicht ab. Mona hat ständig was anderes, jetzt habe ich das. Dann das mit meinem erhöhten Cholesterin, das lässt natürlich alles auf die Gewichtszunahme zurückführen. Ne? Also das hat die Ärztin auch gesagt, ist natürlich nicht ganz so optimal. Aber ja, wir machen jetzt erstmal noch ein bisschen Nachtspaziergang. Ne? Einfach mal durch die Straßen, mal 20, 30 Minuten ein bisschen gehen einfach. Wir drehen unsere Runden. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist der nächste Tag. Wir sind gestern Abend, nachdem wir spazieren waren, zu Hause reingekommen und haben direkt alles ausgemacht und sind oben todesmüde ins Bett gefallen. Ich muss jetzt auf jeden Fall mal hier irgendwie ein bisschen klar Schiff machen. Wir haben gestern hier irgendwie gefühlt Fruit Ninja gespielt. Also jetzt noch das vom Essen, das haben wir nicht weggeräumt, weil die Spülmaschine an war gestern. Aber das hier sieht echt wieder katastrophal aus, deswegen werde ich es gleich aufräumen. Ich werde mir aber jetzt erstmal ein Käffchen machen in der neuen Kaffeemaschine. So, ich habe keinen Plan, wie das alles funktioniert hier, und wir machen das Ganze mal an. So, und hier haben wir das, wo ich meinte, dass halt wirklich richtige Milch da rauskommt und keine Milchkapsel. Dann machen wir das mal hier dran. Okay, das Lämpchen blinkt noch. Ich glaube, es ist noch nicht vorgeheizt. So, jetzt gucken wir aber mal, was ich mir hier brauche. Ich bin voll aufgeregt. Ich habe voll Lust, was ich mir hier mache. Ich denke, ich mache mir einfach mal einen ganz normalen Kaffee-Crema und mache mir damit jetzt einen Cappuccino. Ja. So, jetzt kann ich. Also, ich lasse, glaube ich, erst einmal so durchlaufen. Was heißt das Blinken da? Was heißt das jetzt? Oh Mann, ich hasse es, wenn irgendwo irgendeine Lampe leuchtet, wo ich nicht weiß, was das bedeutet. Aha, hier. Es kommt nichts. Aha, meine Freunde. Wir tun doch mal die Kapsel rein. So, komm, was soll's. Nimm damit. Und Cappuccino. Ah ja. Okay. Na dann, habe ich jetzt hier
mein Käffchen. Und den werde ich jetzt gleich mal probieren. Also es hat jetzt irgendwie schon alles ziemlich lang gedauert. Es war sehr laut auch. Aber vielleicht war das jetzt irgendwie nur so die erste Bedienung. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich werde es jetzt probieren. War cool. Und Sekündchen. Ja, jetzt werde ich mal schauen, was man damit noch alles so Gutes zaubern kann. Und werde auch jetzt direkt diesen Vlog hier für euch schneiden. Deswegen werde ich den auch jetzt beenden. Wir hoffen, dass euch der Vlog gefallen hat. Wenn ja, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Hier unten könnt ihr uns auch sehr gerne kostenlos abonnieren. Wie immer freuen wir uns natürlich auch über ganz viele liebe Kommentare. Und dann würde ich sagen, im Namen von mir und Colby sage ich jetzt einfach Tschüss. Und wir sehen uns im nächsten Video. Wir haben euch ganz doll lieb. Tschüss. Ooh.